Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sex Appeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich riesig, mit dir Zeit zu verbringen. Mein Name ist Nicole Davidow. Ich bin Life- und Beziehungscoach-Expertin im Thema Manifestation und freue mich heute mit dir, diese Folge zu teilen, denn es geht um deine Trigger. Es geht um die Anteile in dir, die noch nicht geheilt sind, wenn du einen Trigger verspürst. Also das ist quasi die Botschaft dahinter. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, vor allen Dingen um die Beziehung vielleicht zu deiner Familie, also zu deinen Eltern. Da gehe ich heute drauf ein. Also ich teile heute mit dir ein paar Erkenntnisse, die ich hatte jetzt über die Weihnachtszeit und über die Trigger, die entstehen in mir. Und meine Erkenntnis, dass wenn diese Trigger entstehen, dass da etwas in mir noch nicht geheilt ist und dass wahre Verantwortung auch bedeutet, dass wir das, was im Außen entsteht, auch beantworten. Ja? Das heißt, das bringt uns auch krass in unsere Manifestationspower, in unsere Schöpferkraft. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, diese Podcast-Episode mit dir zu teilen. Es gibt einen Antreibertest. Also heute gibt es wieder ein Coaching-Tool, was ich dir zur Verfügung stelle. Und ich bitte dich, das runterzuladen. Das findest du wie immer in der Beschreibung. Es wird dir einfach helfen mit dieser Folge, um mal zu schauen, was so bei dir dein innerer Antreiber ist. Also was bei dir so dein Automatismus ist. Ja, es gibt so, sei stark, mach schnell, ich muss es allen recht machen, sei perfekt, streng dich an. Und das sind Antreiber, die tatsächlich für viele deiner Ergebnisse auch verantwortlich sind. Und wenn wir uns denen aber bewusst sind, dann können wir schneller aussteigen. Wir können auch feststellen, wann die getriggert werden. Und der Test ist ganz cool, weil da kannst du auch mal sehen, ja, wo du gerade stehst, ob das noch so im grünen Bereich ist, sag ich mal, oder ob das tatsächlich sogar schon gesundheitsgefährdend sein kann. Und ich meine halt mit gesundheitsgefährdend vor allen Dingen, dass, dass wir so viel zum Beispiel Ja sagen, als ob wir Nein meinen, dass das so eine Diskrepanz ist, so ein Clash ist jedes Mal, dass das wirklich auf unser Körper schlägt. Ja? Weil ganz, ganz oft ist das so, wenn unser Körper zum Beispiel Nein sagt, aber wir jedes Mal aus unserem Verstand und Ego heraus Ja sagen, dann hat das Konsequenzen. Und deswegen ist es wichtig, uns dem bewusst zu sein. Ja? Oder wenn wir es immer perfekt machen wollen, dann ist es irgendwann so, dass wir so angespannt sind, dass das etwas macht mit unserem Körper, auch körperlich. Deswegen ist es wichtig, dass du dir da mal auf die Schliche kommst. Das ist ein cooler Test. Schreib mir gerne deinen inneren Antreiber, wenn du das raus hast. Also das ist für mich immer total interessant, so zu sehen, was so meine Community prägt, quasi. Also sag mir gerne mal Bescheid, was bei dir so da ganz präsent ist. Und ansonsten freue ich mich wie immer einfach von dir zu lesen. Die Warteliste von Manifest Like a High Value Woman ist jetzt wieder offen, also von meinem Gruppencoaching, womit ich schon mehr als 300 Frauen begleitet habe, vor allen Dingen in glückliche Beziehungen, aber auch einfach Manifest Like a High Value Woman sagt es ja schon, also wirklich, dass du manifestieren nochmal auf einem viel tieferen Level lernst und dich in dein High Value Woman Dasein verankerst. Also es geht grundsätzlich auch darum, dich wirklich in deinen Selbstwert zu verankern. Und wenn du einen starken Selbstwert hast, dann kann dir gar nichts. Niemand. Und deswegen freue ich mich, dass die Warteliste jetzt wieder eröffnet ist. Du kannst dich da gerne eintragen. Jetzt geht's aber erstmal los mit dieser Folge. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse. Bis gleich. Ich freue mich jetzt so sehr, mit dir ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich weiß noch gar nicht, wo diese Podcast-Episode genau hingeht. Ich habe so eine Intention, aber so einen Titel habe ich zum Beispiel noch nicht. Und der entsteht dann wahrscheinlich jetzt in der nächsten halben Stunde oder sowas. Ich bin gerade in Windhoek wieder angekommen vor 2 Tagen. Also ich war jetzt einen Monat in Swakopmund. Also ich lebe ja in Namibia und hier ist es ja genau umgedreht. Wir hatten jetzt gerade Sommerferien. Das heißt, wir waren an der Küste. Max, also mein Mann, der hatte jetzt auch einen Monat frei, weil die Firma von ihm zugemacht hat. Das ist so schön gewesen. Einfach so ein Papa da zu haben, also dass ich nicht alleine mit meiner kleinen Tochter bin, sondern dass auch Max einfach jeden Tag, den ganzen Tag da ist. Das war unglaublich schön und wir haben uns erholt und viel gegessen und geschlafen und
ja, Dinge in der Natur unternommen und es war einfach sehr, sehr gut für Körper, Geist und Seele. Und gleichzeitig habe ich auch sehr viel Zeit mit meinen Eltern verbracht, weil meine Eltern in Swakopmund leben. Ja, und ich wohne ja in Windhoek, in der Hauptstadt, das ist so 400 Kilometer weit weg. Und das heißt, ich habe meine Eltern fast jeden Tag gesehen oder, naja, nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag oder so. Ne? Das ist ja jetzt auch mit Enkeltochter und so. Ja, und da hatte ich einige Aha-Momente, auch einige Trigger, die reingeflattert sind. Ja, also ich glaube, es kann uns keiner so triggern wie unsere Familie. Also auf jeden Fall bei mir ist das so. Kein Mensch kann mich so triggern wie meine Familie. Egal, wie viel man da schon drin gearbeitet hat. Ich denke immer so, wow, crazy. Das ist echt interessant. Eckhart Tolle sagt ja immer, wenn du nicht mehr von deiner Familie getriggert bist, dann bist du erleuchtet. Ich so, okay, ich bin auf jeden Fall noch nicht erleuchtet, weil, ja, da waren einige Trigger, aber gleichzeitig dienen uns ja Trigger auch, ja. Also, wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, dass jeder Trigger mir dient, dann kann ich immer was lernen über mich selbst, über meine Vergangenheit, über was mich ausmacht, ja, über vielleicht auch meine Prägung, mein innerliches Kind. Also Trigger sind tatsächlich unsere besten Freunde, obwohl sie sich richtig scheiße anfühlen, ganz oft. Ja, und ganz oft schlägt es einem fast so die Luft weg und man wird auch wütend und traurig und ängstlich und sogar eine Panik kommt vielleicht hoch, all diese Dinge, ne, das sind ja Trigger. Ne? Also das ist, wie ich tatsächlich meine Trigger beschreiben würde. Kannst du ja direkt mal eine Reflexionsfrage an dich, wie würdest du denn deine Trigger beschreiben? Also quasi mit welchem Gefühl würdest du das denn beschreiben? Bei mir ist es auf jeden Fall Frust, Panik, Traurigkeit, Schmerz. Oh ja, Schmerz. Schmerz trifft es auch sehr, sehr gut. Also das sind auf jeden Fall meine Trigger. Ich glaube, es hilft schon von vornherein, einen Trigger erstmal so körperlich zu beschreiben. Also die Emotion, das Gefühl selbst dahinter zu benennen. Also ein Gefühl zu benennen, meiner Meinung nach, hilft immer, weil wir damit unseren Fokus auf das Gefühl packen. Und wenn wir unseren Fokus auf ein Gefühl packen, dann wird das Gefühl automatisch schon ein bisschen weniger. Was wir ja meistens tun, ist, wir shiften unseren Fokus nicht aufs Gefühl, sondern wir shiften unseren Fokus auf die Gedanken, die versuchen, das Gefühl zu erklären. Die Gedanken, die versuchen, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Ja, deswegen verstärken wir dann damit wieder unser Gefühl, anstatt halt einfach bei dem Gefühl zu bleiben, das einfach zu fühlen, das quasi wie die Energie halt durchfließen zu lassen und dann ist es aber auch wieder weg, ja. Und das ist nicht immer so einfach, weil unser Quatschi im Kopf, unser Verstand, unsere Gedanken, die sind ja in solchen Momenten laut und regen sich auf und sagen, das ist aber unfair und das ist halt auch nicht richtig und so weiter und so fort. Und ich habe bestimmt dreimal oder so mich mit meiner Mutter gestritten, zum Beispiel jetzt im Urlaub. Also auch größere Streits, also wo man sich auch dann wirklich anmotzt. Und und dann habe ich immer wieder, nachdem dieser Streit vorbei war oder währenddessen oder wenn ich einfach ein bisschen raus bin und frische Luft geschnappt habe, habe ich mir die Frage gestellt, was ist in mir nicht geheilt? Also warum manifestiere ich diesen Streit gerade im Außen und was sagt das darüber aus, was in mir nicht geheilt ist? Und das ist vielleicht mal eine Frage, die du dir notieren kannst, weil mir dient diese Frage unglaublich doll, weil ich dann so ein bisschen wieder in diese Verantwortung schlüpfe und auch wieder in meine schöpferische Kraft, weil wenn wir jetzt wieder zum Manifestieren rübergehen, wenn wir wirklich erfolgreich manifestieren wollen, also wirklich Manifestationsqueens werden wollen, dann dürfen wir Verantwortung übernehmen für alles. Auch dafür, dass vielleicht uns irgendjemand in Anführungsstrichen unfair behandelt oder etwas sagt, was uns verletzt. Also dann haben auch wir damit etwas zu tun, weil wir glauben manchmal, dass irgendjemand im Außen uns aufschneidet und da Gefühle reinpflanzt, aber das ist ja nicht so. Wir produzieren ja die Gefühle in uns. Und diese Frage hat mich eigentlich
extrem supported jetzt über die letzten Wochen. Und jedes Mal, wenn die Träger kamen, ne, was jetzt meine Eltern angeht zum Beispiel, weil es waren hauptsächlich meine Eltern, die mich getriggert haben, dass ich immer wieder mir die Frage gestellt habe, Nicole, was ist in dir gerade nicht geheilt? Und genau deswegen reagierst du so. Weil es waren so kleine Dinge, die ich bei meiner Mutter gesehen habe, ja, an Verhaltensweisen, die mich getriggert haben. Wie zum Beispiel, dass sie es so schwer findet, Nein zu sagen. Also es ist echt krass, ja. Also sie will etwas auf gar keinen Fall machen und wird trotzdem Ja sagen, weil sonst sie Angst hat, dass sie als unhöflich gesehen wird oder als, dass dieses Bild von, oh, die hilft ja immer und die ist so hilfsbereit und die ist so dies und das, dass dieses Bild für andere nicht mehr erfüllen kann, wenn sie einfach Nein sagt. Und da waren so viele Momente, wo ich das halt irgendwie vom Außen, weil ich jetzt viel mehr Zeit mit ihr natürlich auch so im Alltag verbracht habe, weil ich natürlich auch mal mit meiner Kleinen da war und so weiter, wo ich das so beobachtet habe, wo ich so war, so krass. So, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass sie nie nicht ihr Telefon antwortet. Also es ist egal, was sie gerade macht, ob wir gerade ein Familienlunch es haben oder ob sie mit Sydney Lou ist, sie wird immer antworten. Vor allen Dingen so für ihre Freunde oder für irgendwelche Menschen vom Reitstall oder so weiter, weil das ist einfach, wer sie ist. Das ist einfach so ihre Identität, die Hilfsbereite und so weiter. Und don't get me wrong, das hat auch etwas ganz, ganz Wunderschönes. Ja, also das ist auch etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr positiv ist. Aber es hat mich unfassbar getriggert. Also dieses Mal noch viel mehr als sonst. Und ne, nicht nur das Telefonantworten mit jeder kleine Sache, wo ich gemerkt habe oder wo sie auch zu mir gesagt hat, boah, darauf habe ich eigentlich überhaupt keine Lust und warum fragt die mich überhaupt, jetzt irgendwie den Pferdetrailer zu leihen. Das ging um irgendein Turnier, wo das Pferd irgendwie vom einen Reitstall zum anderen gefahren werden musste und hat jemand gefragt, ob die den Pferdetrailer leihen kann und eigentlich wollte sie den nicht verleihen, aufgrund von verschiedenen Gründen, ja. Und wie sie dann gesagt hat, Mann, warum fragen die mich überhaupt? Und dann war ich so, ja, dann sag doch einfach nein, das ist doch dein Trailer. Also dein Anhänger, sag einfach nein. Und wie sie es dann aber einfach nicht konnte. Und das hat mich so wütend gemacht. Und also wirklich, das hat mich einfach so getriggert. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, was ist in dir nicht geheilt, Nicole? Weil dieser Trigger, der zeigt dir gerade genau das, was in dir nicht geheilt ist. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass diese Sache von ein Ja sagen, wenn man Nein meint oder erstmal die Bedürfnisse der anderen vor mich packen, ja, erstmal die Bedürfnisse der anderen an die erste Stelle packen, dass das auch etwas ist, was wie so mein Autopilot ist. Weil das Ding ist, ich kann mit meiner Mutter sehr gut inzwischen über diese Dinge sprechen, weil, ja, die hat auch einfach viel persönliche Weiterentwicklung inzwischen durch mich einfach gemacht in den letzten Jahren und wir können inzwischen da sehr ehrlich und offen nachdem bestreiten uns oft, ja, und danach haben wir wirklich ein sehr, sehr konstruktives Gespräch. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, so, was ist das? Also, ne, was dieser komplett Autopilot von, also nee, das kann ich jetzt ja nicht machen, ich kann ja jetzt nicht Nein sagen, also das geht ja nicht, ja. Und dann haben wir wirklich auch offene Gespräche darüber. Das Ding ist halt natürlich, in diesen Momenten, wo das so passiert, da ist in mir manchmal so ein Groll, dass ich fast so bin, so, das ist bei mir auch und das habe ich von dir. So, ich will dann meine Eltern für meine Traumata, Glaubenssätze, whatever, verantwortlich machen. Ja, also in dem Moment will das mein Quatschi, mein Ego. Ich bin dann so wütend, weil ich bin so, das habe ich auch. Also ich habe das auch oft, dass ich die Bedürfnisse, meine Bedürfnisse hinten anstelle und das hat mich schon so viel Schmerz in meinem Leben gekostet und dann will mein Verstand meine Mutter dafür verantwortlich machen, ja, in dem Moment und will dann so fies werden und will dann so streiten und gemein sein und sagen, du, aber das bringt ja nichts, weil wir wollen ja ja schöne Beziehungen haben mit unseren Eltern, aber auch mit unseren Partnern, Freunden, whatever, ja, wir wollen ja schöne Beziehungen in unserem Leben haben und da funktioniert nie dieses du, sondern da funktioniert einfach nur ein, also auf mich bezogen, also ich und meine Bedürfnisse und hier ist gerade etwas, was ich heilen kann, das ist gerade meine Chance. Ja, natürlich dürfen wir auch, also das habe ich auch wieder gemerkt, ein bisschen Mitgefühl haben für unsere Eltern, weil die auch nicht so ein krasses Bewusstsein haben, wie wir das heutzutage haben. Also wenn wir mal darüber nachdenken, wie viel wir an persönliche und spirituelle Weiterentwicklung konsumieren können, auch wie
normal das heutzutage auch ist und wie das auch schon so fast unattraktiv meiner Meinung nach, wenn jemand überhaupt keine persönliche Weiterentwicklung macht. Also weil wir einfach zu viel Information haben heutzutage, um da komplett blind zu sein und zu sagen, okay, schau mir gar nicht an, warum ich gewisse Dinge in mein Leben ziehe und so weiter und so fort. Aber in der Generation von meinen Eltern, das war eine andere Sache. Da warst du, wenn du da gesagt hast, du gehst zum Therapeuten, das war so, oh mein Gott, die muss in die Klapse, ja, die hat eine Schraube locker und solche Sachen. Ja, das heute ist das so, oh, ich gehe zur Therapie. Und in meinem Umfeld, also in meinem Freundeskreis, natürlich auch in meiner Arbeit, ist das so das Normalste und vor allen Dingen Intelligenteste, was du tun kannst. Ja, ich mache ein Coaching-Programm. Ja, mega. Damit veränderst du dein Leben, wenn das ein anständiges Coaching-Programm ist. Und wie toll. Ja, aber natürlich ist das anders in dieser Generation gewesen. Bei denen war das so, oh mein Gott, Klapse, so ungefähr. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich gewesen, diese Erkenntnis zu haben, weil auch jetzt gerade, wenn ich jetzt mal meine letzten Monate als Mama schaue und so weiter und so fort, ist mir auch wieder aufgefallen, so dieses Thema Bedürfnisse kommunizieren. Also ich arbeite ja jetzt schon echt lange an diesen Themen. Das ist für mich so schwierig. Also das ist für mich leicht bis zu einem gewissen Grad. Und dann wird's richtig schwierig. Und weil, glaube ich, das in den letzten 3 Monaten so präsent war, weil wenn du Mama geworden bist, das geht nicht anders. Du musst deine Bedürfnisse kommunizieren. Ansonsten hast du Burnout, bist traurig und trennst dich von deinem Partner. Ja, also wirklich, das ist so, weil wenn wie ich das am Anfang gemacht habe, mein Autopilot, habe ich ja auch in dieser Folge erzählt, 3 Monate Mama sein oder so, da war mein Autopilot so, Max sogar dazu zu empowern, seinen Sport zu machen, sein Ding zu machen, sein Leben ganz normal weiterzuführen, während mein Leben komplett sich verändert hat. Also ich war so, Schatz, deine Bedürfnisse, geh, go for it, dann kann wenigstens einer von uns, bla bla bla, so ein Shit. Und dann irgendwann war ich so voller Groll und voller Resentment, voller so Frust und war so, hallo Nicole, du brauchst auch Zeit, um deinen Cup wieder aufzufüllen, ja, um wieder bei dir deine Energie zu tanken. Und das tust du durch natürlich die Freizeitaktivitäten und natürlich Arbeiten, weil, ne, meine Arbeit gibt mir auch unglaublich viel Energie. Podcast aufnehmen, bla bla bla. Aber ich glaube, dass deswegen, weil das gerade so präsent wieder in meinem Leben war, dass ich deswegen so krass getriggert war von meinen Eltern, ja, oder von meiner Mutter, besser gesagt, am meisten von meiner Mutter. Und dass ich in ihr erkannt habe, was ich eigentlich auch gerade tue. Und das sieht man auch mal wieder, ne? Also Wachstum ist so, also es ist wirklich auf so einer Spirale. Das ist nicht so linear, dass wir einfach dann irgendwann ankommen und sagen, supi, passt, ich bin jetzt hier. Nein, das geht immer weiter. Und da kommen dann Dinge hoch, die wir schon längst glaubten, geheilt zu haben. Weil eigentlich, muss ich dir sagen, in meiner Beziehung mit Max, da habe ich immer gesagt, okay, ich glaube, unser Secret Source, ja, also unsere Quintessenz, warum unsere Beziehung auch schon so lange so gut funktioniert, ist, weil wir es schaffen, unsere Bedürfnisse zu äußern. Und das stimmt auch. Aber die Bedürfnisse sind jetzt einfach nochmal anders geworden mit Kind. Ja, die sind auch nochmal intensiver geworden, so wie zum Beispiel, wenn ich Max sag, I'm sorry, ich brauche dich, du kannst nicht zum Sport gehen heute. Das ist für mich extremst aus der Komfortzone, weil eins, was wir uns immer gelassen haben, war 100%ige Freiheit. Es war so, hey, mach dein Ding, Schatz, no worries. Und Bedürfnisse kommunizieren war dann eher so, hey, ich brauche das, dass du mehr irgendwie den Haushalt mitmachst. Oder hey, Bedürfnis war dann kommuniziert, hey, ich brauche irgendwie mehr Sex oder solche Sachen. Aber nicht irgendwie so, du kannst heute nicht zum Sport. Das geht heute nicht. Ich brauche jetzt gerade diese Zeit, Podcast aufzunehmen oder eine Runde spazieren zu gehen oder eine Runde zu meditieren. Das geht nicht. Das heißt, das ist so aus der Komfortzone, so dass jeder, der im Außen mir in irgendeiner Form spiegelt, dass die eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig sind, ja, so wie meine Mutter, die dann Ja sagt zu allem, obwohl sie nicht Ja sagen will, ihre Bedürfnisse quasi hinten anstellt, mich so auf die Palme gebracht hat. Und da deswegen wieder so wichtig, wenn dich gerade irgendwas auf die Palme bringt, was darf in dir noch geheilt werden? Weil du würdest davon nicht getriggert sein, wenn du diese Sache 100% in dir gelöst hättest. Du würdest nicht. Das wäre für dich überhaupt gar kein Thema. Das wäre für dich
wenn jemand im Außen Nein sagt, oder Ja sagt, obwohl sie Nein meint, das ist jetzt nur das Beispiel, dann wärst du so, who cares, ja? Das ist ja nicht mein Leben, das ist ja nicht mein Problem, ja, das ist ja ihr Ding. Aber weil es mich spiegelt. Und das ist so in unseren Beziehungen, wir spiegeln immer einander. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, okay Nicole, was hast du dann gemacht? Also wie ging es dann irgendwie weiter? Ja, weil ich habe dann mir diese Frage gestellt und gleichzeitig war ich extremst aktiviert. Mein Nervensystem war auf Hochtouren. Ja, du kennst es ja vielleicht, diese Trigger, das ist dann Herzrasen. Das ist dann wie so ein, bei mir ist das wie so ein Messerstich auch irgendwie in der Brust. Also ich fühle mich so richtig so, oh, als ob da irgendwie so ein Messer reinbohrt. Also weil das auch so Schmerz ist. Weil das ist ja auch unser innerliches Kind, ja. Also wir haben ja irgendwann in unserem Leben geschlussfolgert, wir sind nicht sicher, wenn wir es nicht allen recht machen. Das ist ja was bei meiner Mutter passiert, das ist was bei mir passiert, das ist was passiert. Wir glauben, hey, wenn ich jetzt Nein sage, dann werde ich weniger geliebt. Und wenn ich weniger geliebt werde, dann bin ich nicht mehr sicher. Das heißt, wir sind in dem Moment wieder 2 Jahre alt oder noch jünger und haben Angst zu sterben. Das ist wirklich so intensiv, weil damals, als wir so klein waren, wir wussten noch nicht, dass wir gehalten sind, also dass uns irgendjemand schon aufnehmen wird, auch wenn jetzt irgendwie Mama und Papa uns ablehnen würden, ja, dass wir wahrscheinlich nicht, also dass die Chance, dass wir wirklich sterben, sehr gering ist. Aber trotzdem, das ist einfach Instinkt, wirklich geliebt zu werden und anerkannt zu werden und dazu zu gehören, weil wir sonst einfach nicht überlebt hätten. Ja, also auch wenn wir als kleines Kind kannst du wirklich nicht überleben alleine. Also wenn ich jetzt meine kleine Tochter einfach allein zu Hause lassen würde für 5 Tage, dann würde sie nicht überleben. Also ist klar, ja. Andere Tiere, die stehen ja schon viel früher auf und machen ihr Ding so ungefähr, ja. Das ist ja bei uns Menschen, ja, wir dauern da einfach viel, viel länger. Das heißt, da ist diese Gefahr. Das heißt, wir brauchen diese Bindung, ja. Wir haben Angst, diese Bindung zu verlieren aufgrund dessen, dass wir abgelehnt werden. Ja, und wir werden vielleicht abgelehnt, wenn wir es dann nicht, das ist unsere Schlussfolgerung, wenn wir es nicht allen recht machen. Das ist mein so innerer Antreiber. Ich werde auch dir den inneren Antreiber-Test zur Verfügung stellen, habe ich gerade mich entschlossen. Es ist ein ganz, ganz schönes Coaching-Tool, um mal zu schauen, was dein innerer Antreiber ist. Also quasi, ne, es gibt den inneren Antreiber, ich muss es allen recht machen, und dann gibt es den inneren Antreiber, sei perfekt, sei stark, mach schnell. Ja, es gibt noch ein paar andere, habe ich jetzt gerade nicht direkt vor mir, aber unbedingt mal machen, um mal herauszufinden, ob da bei dir auch so etwas unterbewusst wirkt, ja, weil wir haben alle irgendwo geschlussfolgert, wenn ich perfekt bin, dann werde ich geliebt, und wenn ich geliebt bin, dann bin ich sicher. Wenn ich stark bin, wenn ich immer stark bin, ja, dann werde ich geliebt, und wenn ich geliebt bin, dann bin ich sicher. Und bei mir ist es dieses, oh, ich muss es allen recht machen, ja, so meine eigenen Bedürfnisse, hup, schwupp, hinten anstellen, ne, weil dann werde ich geliebt, und wenn ich geliebt bin, dann bin ich sicher. Bitte mach dir den, also lade dir den runter, du wirst den Link in den Shownotes finden und dann kannst du den mal machen und schreib mir dann auch super, super gerne bei Instagram, bei @NicoleDavid oder eine E-Mail, einfach was dein innerer Antreiber war und ob du da eine Erkenntnis hattest, weil, also da hast du dann so eine Nummer, die dann du ausrechnest, dann kannst du sehen, okay, ob das irgendwie so normal ist oder ob das irgendwie auch schon gesundheitsgefährdend ist. Und was ich damit meine, gesundheitsgefährdend, ist, dass irgendwann, wenn wir immer Ja sagen, aber eigentlich Nein meinen, dann sagt der Körper Nein. Da gibt es ein super schönes Buch von Dr. Gabor Mate, das heißt When the Body Says No. Ja, und das ist einfach, wenn wir immer wieder nicht unsere Wahrheit sprechen, dann führt das tatsächlich zu Krankheit, ja, weil wir immer wieder gegen das gehen, was eigentlich innerlich wirkt. Das heißt, es ist konstant ein Konflikt, konstant ein innerer Kampf quasi. Und das führt zu, im Englischen sagt man ja Disease, ja, also Krankheit, ja, aber Disease ist ja nichts weiter als Dis-Ease. Also ich bin nicht im Gleichgewicht. Ich bin nicht in Ease. Also Ease ist Entspannung, in der Ruhe, bei mir im Frieden. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig, sich da immer wieder auf die Schliche zu kommen, genauso wie ich es auch tue. Das ist mein größtes Thema. Da arbeite ich seit Jahren dran und glaub mir, ich bin 10.000 Mal. Also da gibt's Welten zwischen, wie viel sich da schon bei mir was verbessert hat. Das schleicht sich nur rein manchmal. Ja? Es schleicht sich rein durch Dinge, die sich dann wieder in meinem Leben zum Beispiel verändern. Zum Beispiel, dass ich ein Baby bekommen habe und dann natürlich meine Bedürfnisse nochmal größer werden, anders werden, ja, dass dann noch mehr Kommunikation stattfinden muss.
Und deswegen ist es wichtig, deinen innerlichen Antreiber zu kennen und auch zu merken, wann der aktiv ist. Ja? Also mach gerne diesen Test und dann wirst du auch sehen, was das für so Gedanken sind, ja, die da oft dahinter stecken. Bei zum Beispiel dem inneren Antreiber sei perfekt, sind das dann solche Gedanken wie, ne, wenn ich eine Arbeit mache, dann muss die fehlerfrei sein, also, und ich bin immer noch nicht gut genug, ich muss noch mehr machen, ich muss noch eine Ausbildung machen, nur dann kann ich mein Business starten, ja, die anderen sind sowieso besser als ich, oh Gott, ich darf keine Fehler machen und, ne, oder vielleicht ist es auch so, wenn du einen Fehler machst, dass du dich absolut fertig machst, also, ja, und dann habe ich dann auch beim inneren Antreibertest dir dann neue Gedanken dazu geschrieben, ja, was du stattdessen, ja, in dem Moment auch denken darfst oder wo du halt quasi dich bei ertappen darfst, wenn diese krassen Gedanken dich steuern, ja, dass du dann kurz dein Nervensystem regulierst, atmest, dich ausschüttelst, das habe ich auch sehr, sehr viel gemacht, ja, vielleicht kalt duschen gehst, hier eine Runde deinen Körper ausklopfst, ein paar somatische Übungen machst, ja, dich ausshakest und dann wirklich ganz bewusst neue Gedanken wählst, wie zum Beispiel, es ist völlig okay, Fehler zu machen, ja, es ist okay, ich bin wertvoll, ich bin genug, es ist alles okay, ja, so dir selbst da quasi dann, ja, Mut zu sprechen, inneren Frieden schaffen durch neue Gedanken. Und das habe ich dir dann pro Antreiber auch aufgeschrieben. Ja, also das war in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich zu dem Antreiber, ich muss es allen recht machen, gehe. Ja, dann sind so Gedanken, Nein sagen, es fällt mir schwer. Ja, und es ist wichtiger, die Interessen anderer durchzusetzen. Die Interessen anderer sind wichtiger als meine eigenen oder die Harmonie ist wichtig. Und ne, man redet sich das ja dann auch irgendwie so schön, so wie zum Beispiel, ach komm, Max braucht doch irgendwie den Ausgleich, also ne, der arbeitet ja irgendwie Vollzeit gerade, deswegen kommt er, sollte zum Sport gehen und ne, solche sind ja dann nochmal ganz individuell so meine Gedanken. Du kannst auch wirklich mal pro Antreiber schauen, was sind so deine ganz individuellen Gedanken, ja, die quasi diese Antreiber fördern. Also bei mir ist es wirklich, ich rechtfertige dann in meinem Kopf so, ne, wenn zum Beispiel ich Max brauche, aber er eigentlich Lust hat, mit den Hunden rauszugehen, dass ich dann das dann rechtfertige und so bin, so, ja, aber die armen Hunde, die müssen halt auch mal wieder raus und so weiter, ne? Also, dass ich dann quasi die Bedürfnisse der Hunde über mich stelle, so quasi, ne? Und dass ich dann halt sage, ach komm, geh raus, mach dein Ding, obwohl eigentlich mein richtig krasses Bedürfnis in dem Moment ist, dass er einfach da ist, bei mir ist, ja? Und das heißt, wenn ich dir aber diese Gedanken kenne und mir dem schon bewusst geworden bin, da vielleicht auch mal ein paar Notizen gemacht habe zu, dann kann ich bewusst in dem Moment mich dabei ertappen, einen tiefen Atemzug nehmen, sagen, Nicole, warte mal ganz kurz, deine Bedürfnisse und Wünsche sind genauso wichtig. Ja, andere dürfen auch mal was für dich tun. Aber es ist alles okay, du darfst Nein sagen. Du musst nicht von allen gemocht werden. Du bist sicher. Es ist sicher, deine Grenzen gerade zu setzen. Das sind dann neue Gedanken, die ich dann ganz bewusst wählen kann. Ja, und das habe ich auch ganz bewusst getan jetzt in den letzten Wochen. Ja, und also was mit die Beziehung mit Max angeht, während ich da meine Bedürfnisse kommuniziert habe, aber auch mit meiner Mutter. Ja, und das ist natürlich, ist es manchmal ein bisschen eskaliert, also auf jeden Fall, also wo man dann auch einfach mal und so frustriert und so ein bisschen rummotzt oder so, aber ich bin sehr schnell und da bin ich sehr dankbar für, weil früher hätte es so eskaliert, es ist nur noch schreien, heulen, irgendwas rumgeschmissen, also so richtig krass. Also wenn ich jetzt mal so 8 Jahre oder 7 Jahre oder so zurückdenke, dann wäre so ein Streit so krass eskaliert, es ist nur noch ein Geschreie und ein, also ich habe dann immer Sachen genommen und die geschmissen, kaputt gemacht und so, also so richtig, richtig, richtig aggressiv, dramatisch und so weiter, wo es heute dann eher eine Diskussion ist, ja, schon eine sehr gereizte Argumentation, aber dann eigentlich schnell wieder runter, also ich fahre mich dann schnell wieder runter und kann dann eher ein ruhiges Gespräch führen, was ja auch dann zielführend ist, weil wenn wir so streiten mit Schreien, dann wie ein Kind, was sich gerade auf den Boden schmeißt und mit dem ganzen Körper sich aufregt, okay, das ist ja nicht zielführend. Das endet ja dann meistens darin, dass alle einfach nur fix und fertig sind und keiner wirklich so richtig weiß, was eine Lösung ist. Wir wollen ja Lösungen finden. Und so habe ich dann auch dann geschafft, weil ich dann gegangen bin, schnell mal mein Nervensystem reguliert habe. Das ist das Allerwichtigste immer in jedem Prozess. Ich bin dann kurz allein ins Zimmer, hab geatmet, ja, hab kurz meinen Körper ausgeklopft, hab vielleicht eine Runde geheult. Das eine Mal habe ich wirklich echt einfach extrem geweint, einfach darüber, dass das so präsent noch ist, ja, oder wieder. Das kam einfach jetzt wieder so hoch und ich war so, fuck, weißt du, wie
lange, wie oft habe ich hier schon dran gearbeitet. Like, ich will einfach so, dass es so kein Thema mehr ist. Aber ja, so ist nun mal der Wachstum, so ist nun mal das Leben. Und dann einfach dieses Weinen, das hat einfach auch so geholfen, einfach einmal so das alles einmal rauszulassen. Dann so ein bisschen, ja, wenn es richtig doll ist, dann mal ins Kissen zu boxen oder ins Kissen zu schreien. Und dann habe ich einfach meinen Körper extrem ausgeschüttelt. Vielleicht habe ich mich kurz unter die kalte Dusche gestellt. Hände aufs Herz, tiefe Atemzüge. Also mein Körper signalisiert, dass ich sicher bin. Weil du musst dir vorstellen, du bist in dem Moment so getriggert. Und du bist in dem Moment wieder 2 Jahre alt und hast diese Todesangst. Dein Körper versteht es nicht, den Unterschied. Ja, das heißt, du musst als erwachsene, gestandene Frau deinem Körper signalisieren, du bist sicher. Und da hilft halt dieses tiefe Atmen in deinen Bauchraum, weil du damit ganz klar signalisierst, ich bin sicher, es ist alles gut. Ja, und das dann wirklich mal 10 Minuten zu machen, ja, ist so unfassbar kraftvoll. Und das bringt uns dann wieder in diesen Moment, also in die Gegenwart, und von diesem gegenwärtigen Moment können wir dann eine Unterhaltung führen, ja, die tatsächlich zielführend ist, ja, und die tatsächlich uns alle weiterbringt, also mich, meine Mutter, das heißt, jeder vertritt dann seinen Standpunkt, jeder hat dann Platz und also Raum für die eigenen Bedürfnisse, dann geht's nicht mehr nur ums Recht haben. Ich habe Recht, du hast Recht, wir haben alle Recht, weil jeder hat seine eigene Wahrheit. Das heißt, es geht nicht darum, immer Recht zu haben. Es geht darum, um die Bedürfnisse von jedem Menschen zu sehen und auch Verständnis zu haben. Ja, das ist auch ein großes Ding, worüber ich diese Woche viel nachgedacht habe, ist dieser Unterschied zwischen Verständnis und Akzeptanz. Ja? Also, dass wir lernen, dass wir füreinander, also in unseren Beziehungen, dass wir lernen, füreinander Verständnis zu haben. Das heißt nicht, dass wir Verhalten akzeptieren, welches extrem unangemessen und aggressiv oder grenzüberschreitend ist. Es geht nicht darum. Es geht nur darum, Verständnis zu zeigen. Also, dass ich zum Beispiel oft meine Mutters Verhalten jetzt nicht befürworte, dass sie sich bei mir aufregt über irgendjemand, der sie was fragt. Sie sagt aber ja, aber sie will eigentlich nein sagen. Also das finde ich nicht gut, ja, indem ich das verstehe. Also ich verstehe es, aber ich finde es trotzdem nicht gut. Verstehst du, was ich damit meine? Also das geht darum zu sagen, ich sehe, wo du herkommst, ich sehe dich, ich höre dich, ich verstehe dich und trotzdem möchte ich dich dazu empowern, das zu verändern. Das ist eine ganz andere Dynamik, weil wenn wir uns gegenseitig verstanden fühlen, gesehen fühlen, dann werden wir ganz anders kommunizieren, dann werden wir eine ganz andere Beziehung zueinander haben. Also ob es jetzt die Eltern sind, ob es der Partner ist, ob es Partnerin ist, ob es die beste Freundin ist. Ja, wenn in irgendeiner Streitsituation, versuch mal, dich auf den Standpunkt zu stellen, ich verstehe dich. Und das heißt nicht, dass du es akzeptieren musst. Aber wahre Liebe meiner Meinung nach ist Verständnis. Das war für mich so auch eine große Erkenntnis in diesen letzten Wochen, dass ich auch in 2024 ist eine meiner Intentionen, noch mehr ins Verständnis zu gehen. Und dabei kannst du trotzdem deine Grenzen setzen. Das heißt nicht, dass du dann alles okay machst. Ja, du kannst sagen, ich verstehe, wo das herkommt und ich verstehe, warum du so bist und trotzdem ist es für mich nicht okay. Du kannst auch jemanden verstehen und trotzdem die Entscheidung treffen, mit dieser Person keinen Kontakt mehr zu haben. Ja. Aber wenn wir alle einander verstehen, dann fühlen wir uns gesehen und dann entsteht einfach viel mehr Frieden. Und das ist, was wir wollen. Ne? Wir wollen Frieden. Das ist das, was wir uns wirklich am sehnsten wünschen, ankommen. Frieden, innerlich, im Außen. Ja, denn, und das startet, wir beginnen das ja bei uns, wenn wir uns die Welt anschauen. Wir brauchen Frieden. Und diesen Frieden schaffen wir in uns. Zu Hause, in unseren Familien. Ja, in unseren nähersten Beziehungen. Ja, genau. Also, von daher, ich hoffe sehr, dass dir das gedient hat. Wie gesagt, hol dir den Antreibertest, schreib mir sehr gerne eine Nachricht, ne, kommuniziere gerne mit mir. Wenn du tiefer natürlich in diese Themen einsteigen willst, es gibt bald wieder Manifest Like a High Value Woman, mein Gruppencoaching. Ah, vielleicht hörst du es in meiner Stimme. Ich freue mich so sehr darauf, weil es eine sehr intensive Zusammenarbeit ist mit mir über mehrere Monate. Das ist schon das 4. Jahr, dass ich Manifest Like a High Value Woman anbiete. Ich glaube, es waren schon fast 300 Frauen dabei. Also schon eher kleinere Gruppen. Aber ich habe ja schon einige Male jetzt in die Welt getragen und vor allen Dingen, was das Thema wirklich High-Value-Healing angeht,
Also alles das, was wir hier heute besprochen haben, dafür ist Manifest Like High Value gemacht. Das ist natürlich viel, viel tiefer als eine Masterclass oder sowas. Also von daher schreibe ich da gerne auf die Warteliste. Das findest du auch in der Beschreibung. Ja, ansonsten vielen Dank, dass du hier heute Play gedrückt hast. Ich weiß das zu schätzen, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Es gibt viele Podcasts da draußen. Teil den Podcast gerne und lass mir gerne eine Rezension da, wenn der dir gefallen hat. All diese Dinge helfen mir einfach, meine Vision da einfach noch mehr in die Welt zu bringen. Also ich möchte einfach so viele Menschen wie möglich den Podcast zur Verfügung stellen, weil er ist gratis und er hilft. Also das habe ich auf jeden Fall schon oft gehört und das freut mich jedes Mal sehr, einfach auch Feedback zu bekommen. Ist für mich super, super wertvoll. Also schreib mir gerne oder teile die Episode mit Freunden oder Familie. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Always remember, the best is yet to come. Deine Nicole.